noch, es ist immer noch derselbe Tag. Ja, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich muss darauf achten, auf mein, sag mal schnell. Akku. Genau, so, wir sind beim nächsten Trash-Paket. Ja, herzlich willkommen zurück. Wenn, dann kommt alles auf einmal hier an. Willkommen zurück, hier sind wir, wieder da, Tom und Jerry und euer Lieblingsexperte. Ja, wen sagst du nicht dick und doof? Mit von der Party sind Marion, This is my happy place, sie hat auch einen YouTube-Kanal, dann die liebe Jasmin, Chaotin Jasmin auf Instagram, ich, dann kommt Nadine, die ist nämlich neu hier in der Truppe. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie auf Instagram heißt. Ich verlinke sie euch eh alle unten in der Infobox. Dann die liebe Monika, Tiara 81. Und die liebe Diana, die heißt Diana, ich glaube, unterstrich auf Instagram. Und da, ja, es sind zwei weg und es sind halt wieder zwei neue dazugekommen. Und das ist das Golden Girls Trash Paket und das ist der Hiopie. Experte. Eine Karte, eine Karte. Hallo Mädels und herzlich willkommen den beiden neuen Damen. Da ich nicht weiß, ob das Paket vor Weihnachten zu mir kommt, für euch je eine kleine Tüte. Der Herr Experte, das bin ich, die Neutrale bitte. Oh, neutral, Dank. So wie du. Ja, der Experte ist neutral, unabhängig und käuflich ist er. Das stimmt. Liebe Grüße, Jasmin. Denkt immer dran, ihr seid unbeschreiblich. Oh. Das sind die Unbeschreiblichen. Du bist einfach großartig, spitze, zauberhaft. Das bin alles ich. Yeah. Ja, das ist für uns. Das hat Jasmin uns eingepackt. Eine E-Wunkel mit Fußmatte. Nein, das ist für Katzenstreu. Für davor. Ja, das hat sie, weil ihre Katze ist ja leider verstorben. Das hat sie uns jetzt geschickt für Katzentoiletten, weil das wird davor nicht besser mit dem Boden. Und jetzt habe ich das nur überlegt, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob es nur für ein Klo passt oder vielleicht für beide. Ja, wahrscheinlich gehen sie dann nicht mehr aufs Klo, weil sie nicht trauen, da drauf zu gehen. Das kann sein, der Putzel ist ja so komisch, ne? Dann pissen sie mir irgendwo in die Ecken. Na super. Vielen Dank. Aber Dankeschön, ich werde es ausprobieren. Das ist auf jeden Fall kleiner, das Paket, wie das, was wir vorige Woche hatten. Eine Tasche. Ich glaube, da ist nicht viel drin. David. Marlies Müller. Ja, guck mal, da können wir schon mal bei mir bleiben, ne? Achso, übrigens, heute wieder Verlosung, was von mir zurückgekommen ist. Also, was ich reingetan habe, was wieder. Ist egal. Am Ende. Keratin-Shampoo. Ja, glatt und glänzend, wie ich. Glatt und glätter. Ich glaube, das werde ich mir mal rausnehmen. Marlies Müller, kenne ich noch nicht. Dann haben wir hier Cremebad von Isana. Nö. Leeres Säckchen. Eine leere Tüte. Das ist doch ein Trash-Paket, da ist ein Müll drin. Noch eine Tüte. Das sind Gefrierbeutel ohne Ende. Wir lassen das einfach mal so drin. Weil wenn es mein Geschenk gewesen wäre, wäre eigentlich was draufgestanden und dann habe ich immer diesen Bofors-Clippy dran. Dann weiß man immer, das ist von mir. Hat sich schon rumgesprochen. Hitclips übrigens sehr gut. Unsere Hitclips sind sehr gut. Ist das Schleichwerbung? Kriege ich eigentlich mal Geld mal dann? Nein. Oh. She-Hulk von Urban Decay Palette. Lass mich raten, da ist sehr viel Grün drin. Nee. Aber mal gucken, ob sie was für ein Experten ist. Schon schön, ne? Guck mal, der Deckel. Da ist eine Frau und dann ist die Frau weg. Siehst du das? Es gibt ja diese She-Hulk-Serie, ne? Und? Was sagst du dazu? Kann man sehen im Video, ne? Ja. Dich kann man auch sehen. Was sagst du denn jetzt dazu? Ja, ist der Hulk-Palette von Frau Hulk. Hogan. Ja, weiß ich nicht. Habe ich selbst. Hast du selbst? Die gab es ja mal für ein Apfel und ein Ei hier im Sale. Habe ich auch zugeschlagen. Dann taucht sie nicht. Das ist doch eigentlich wahr. Was nichts kostet, ist nichts wert. So wie du. Ist ja auch für Lulu. Nee. Achso, guck mal, hier sind die Tütchen, oder was?
Ja, steht da auch Experte drauf? Für mich die Neutrale. Das ist Steffi. Das ist aber neutral. Das ist Steffi? Steffi? Und das hier. Achso, ist das. Da ist das ist nicht neutral. Aber das sind schöne Weihnachtstüten. Aber da ist keine Name drauf. Nee, dann ist es noch nicht für dich. Oh! Das ist noch so ein Weihnachtstütchen. Das ist für die Mädels. Alle, also ich tue das erstmal mit den Rennen. Hier gibt es ganz viele Leckereien von Lind. Ach, hier, oh, diese. Ach, ja. Neutral, das ist aber das sehr. Das ist. Hör mal, da tue ich Katzenkacke rein. Neutral. Der neutrale Expertenbeutel. Natürlich Katzenkacke immer rein. Ist der Experten-Naschesack, oder? Aber ganz lieb von dir, Jasmin, dass wenigstens hier mal einer an den Experten denkt. Ich habe noch so iPad-Mask drin. Dankeschön. Und von Isana eine Tuchmaske. Sehr lieben Dank. Ach, du bist so gut zu uns, Jasmin. Ja, ich habe ganz viele Pralinchen drin. Von Lind. Crunchy Nougat. Ja, ich hole schon Weihnachten. Willst du jetzt ja wohl nicht essen. Aber die Tüte kann ich halt noch benutzen, ne? Fürs Katzenklo. Neutral, schön. Jetzt gesagt, Kitty-Tüten, da denke ich sofort gewusst, das ist für ein Purpose, ne? Ich tue es mal so lange hier rein, ja? Das ist eine limitierte Edition. Da ist ein Haarband drin, ein Make-up-Handschuh, achso, und eine Silikonmaske und Maskenpinsel. Nee, ich mache ja immer meine Maskenwoche. Obwohl, nee. Kannst du nicht mehr sprechen? Ach, man spricht ja nicht mit Vollmond. David, Mensch! Kaspar Natz von Dülm, ey. Kannst du auch im Boden speisen, das ist ja gar nichts. Das ist ja eher ein Loch im Boden. Also, wir haben hier Catrice Express Spray-on Base Coat. Sprüht man das? Wahrscheinlich mein Nachtlack. Sprüht man echt? Sprühunterlack. Eine Schicht auf 15 cm Entfernung auf Nägel sprühen. Ja, aber wenn er daneben sprühst? Nee, das ist mir zu gefährlich. Ich bin auch einfach zu doof dafür. Ein Essence Turn a Tropical Top Coat? No. Da bin ich am Überlegen, weil ich mache ja jetzt immer meine Nägel. Essence Holo Bomb Effekt Nagel. Ich glaube, den werde ich mir mal rausnehmen. Und den hier auch. Da haben wir einmal Holulul und einmal Hulmul. Ja, die werde ich mal rausnehmen. Ach, das ist, ich habe gesehen, da sind Miss Sophie's Glossy Top Coat. Da werden wir gleich noch näher zu kommen. Ja. Ja, ja, da ist noch was drin im Trashy, das habe ich gesehen. Was ist das? Oh, das ist für die Arbeit, glaube ich, ganz gut, ne? Da sind solche Stangen. Cola, Strawberry, Blueberry, Apple Flower. Sauer. Stangen. Das nehmen wir raus, ne? Nehmen wir das raus für die Arbeit? Wir sind da im Moment auf Schnupperkurs. Und das sind Gummibonbons mit Cola und Fruchtgeschmack. Die bleiben da. Ich weiß nicht. Gestern sagte man, es sind Blumenzieher. Ist du die, wenn da keiner die isst? Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Die sind auch zu groß. Die passen nicht in unsere Box. Der Mete ist das schon. Nein, die gehen weiter. Okay. Nein, wir können immer alles nehmen. Leibraps. Das sind die mit diesen Nägeln. Genau, das ist zum Aufkleben. Gibt es das auch in schön? Die hätte ich auch ins Trash-Paket gelegt. Guck mal, wenn ich jetzt so 77, 87 wäre, würde ich mir das ja noch auf... David, na, das sieht doch bestimmt schön aus. Dann würde ich mir noch 47,11 aufsprühen, ja, dann passt das zusammen. Der hat da nicht so wirklich Ahnung von. Also die muss dann da drauf und damit ist ein Topcoat. Aber nee, ich mache es ja mit Nagellack. Nee, nicht da rein. Tust du bitte hier. Das heißt, es ist ja doppelt. In the Moonlight, Shadow. Was macht eigentlich der Käfer? Auch von mir eine Kleinigkeit für euch. Liebe Grüße, Diana. Auch Kondome. Das ist da. Tee. Was? Was haben wir denn da? Ich dachte, sie gönnen uns mal Spaß. Freuen des Ehelebens. Also, wir haben einmal... Nee, zweimal. Yogi-Tee Immunsupport. Oh.
natürliche Abwehr. Also wir trinken hier alle keinen Tee. Dann Alter Pharma Erkältungstee. Das kann man gebrauchen. Erkältungstee kannst du gebrauchen. Die, davon nehme ich mir was. Weil, wer ist denn jetzt? Nee. Ich glaube, da nehme ich mir dann einen daraus. Weil Tee, Monique nimmt nur Tee mit auf der Arbeit und die nimmt nur Früchtetee mit. Ich habe jetzt so einen Weihnachtstee geholt und sonst trinkt ja auch nicht wirklich jemand Tee. Bist du die Letzte hier in der Runde? Ah ja, Kerstin ist nicht mehr dabei. Weil ich für jeden eine Maske. Liebe Grüße, Kerstin. Ja. Kerstin ist ausgetreten aus der Gruppe. So. Ihr Lieben, gönnt euch alle eine kleine Auszeit. Liebe Grüße, Moni. Und da ist drin Augenmaske, gute Nacht, Wärmepatch. Gute Nacht, Wärmepatch. Ich habe keine Ahnung, was das damit macht. Also, wärmende Augenmaske und diese Entspannung und hilft, Stress abzubauen. Das ist doch selbstwärmend, ca. 40 Grad bis zu 30 Minuten. Das wäre doch auch was für dich. Das ist zum Aufklingen, glaube ich, für den Nacken. Ja, dann nehmen wir so ein Wärmepatch. Danke. Erkältungstee. Wenn Monique krank ist, die trinkt Erkältungstee. Moin Ladies, du Herbst, ach nee, der Herbst ist da und somit auch die Teetrinkzeit. Ihr dürft euch gerne welche nehmen. Liebe Grüße, Maniron. Wie hast du den Fuß mit Kerstin ausgesprochen? Was war das? Ürstein. Die hat aber Ürstein geschrieben. Ach, guck mal, das ist ja fach. Ach, das ist ja süß. Das ist ja so ein Sammelalbum mit Tee. Ach, das ist aber schön gemacht. Ja, Marion hat da ein Händchen für, muss ich echt sagen. Was haben wir denn? Nicht einmal mit Bratapfel, kühle Johannes. Erdbeersahne. Tee. Früchtemisch. Ich glaube, Erdbeersahne, das fände Monique, glaube ich, toll. Dann nehmen wir mal so Erdbeersahne raus. Ja. Ja, wir nehmen Erdbeersahne raus. Oh, das finde ich süß gemacht. Dankeschön. So. Dann muss ich es auch wieder einpacken. Den muss aber dann mir zu Hause trinken, weil auf der Arbeit tue ich dann immer drei davon rein. Weil uns schmeckt es ja nur nach Prutt. Wasser. Wasserprutt. Prüttprutt. Ne, das ist ja nichts. Was ist das denn hier? Ach, da ist der Rasierer drin. Kannst du zulassen. Das ist ein Rasierer. Den brauchen wir nicht. Nee, ja, aber wir haben doch für unsere Haare. Ein Haarschneider. Ach nee, oder ist das ein für dich? Moment, warte mal eben. Ich hatte da nur einen Blick reingeworfen. Das ist so einer. Ein Rasierapparillo. Warum tut ihr den? Der ist es der neu? Sieht so aus. Und wenn ja oder so. Kann ja auch gebraucht sein, aber dann ist er vielleicht einmal gebraucht und nicht das Richtige. Hier sind auch noch irgendwelche Dings drin. Ich glaube hier, ach guck mal, so ein zum Wechseln und Schneider. Ja, aber ich habe noch einen Rasierer. Ja, warum? Klingt wie mein Heinz. Interessant. Gut, ist ein Rasierer, aber in dem Fresh-Paket hier von diesem Mädels hätte ich sowas nicht erwartet. Das macht. Ich krieg schon wieder einen Föhn. Mach das zu. Mach das rein. Was hast du denn hier gemacht? Warum machst du das denn falsch schon mal rein? Und der ist übrigens von? Braun. Braun. Braun ist immer eine gute Marke. Wenn man das richtig da rein tut, dann geht das auch wieder zu. Oh, guck mal hier, mein Deckel vergessen. Ach, David, Mensch, ey. Wenn es doch aufmachst, dann machst du doch auch gefälligst wieder vernünftig. Mann. Ben und Anna Wildberry Toothpaste. Das ist eine Zahnpasta. Gib mir bitte, dass auch noch was da reinkommt. Gehört das da rein? Weiß ich nicht. Was ist das? Das gehört zu diesem Beutel, oder? Ja, sonst läuft es vielleicht aus. Also eine Zahnpasta, die nach Wildberry schmeckt. Willst du das ausprobieren? Nein. Ich finde immer, so Zahnpasta sollte auch so nach Zahnpasta schmecken. Ja, so, also nach Spermien, oder? Ist ja mal zu schmecken. Genau, was ist das denn hier? Ein Zettel dabei. Liebe Grüße, Steffi.
für... Ach so, das ist zurückgekommen. Für jeden einen. Dann hatte ich einen zu viel drin. Green Apple Tweet. Aber macht so, ja nichts. Kann ich ja bei der nächsten Runde nochmal reintun. Das ist zurückgekommen, geht in die Verlosung. Oh. Ach so, nein, das ist Geschenk gewesen. Ja, danke. Das ist jetzt irgendjemand geschenkt, der nicht damit macht. Wenn es dann nur eine Sache ist, oder was? Manu. Kommt bestimmt noch mehr dabei. Dein Zeug will keiner. Das brauchen wir nicht mehr. Ich will keiner. Tu es bitte vernünftig rein, das damit auch ist was, vernünftig. Damit auch noch was reinpasst. Das ist die Geschenke, das war da nicht drin. Das ist doch egal. Das ist die Geschenkebox. Wo ist der Deckel, du Deckel? Da, stell das weg. Oh, so eine Box hatten wir heute schon mal in Style. Nicht zu verwechseln mit Instagram. Ach du je. Leute, ich tue ein paar große Sachen. Dein Vitaminnetz, wiederverwendbare Obst- und Gemüsenetze. Das finde ich cool, vom Lidl. Aber ich kaufe so wenig Obst und Gemüse. Ihr könnt 1000 solche Sachen. Komm, ich mache das. Ist ja wie ein 1000-teiliges Puzzle hier, euer Trash-Paket. Der Akku ist leer. Okay, dann machen wir gleich. Catrice Eye Matic Matte Eye Powder Pen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Nein. Ultimate Matte Long Lasting Liquid Lipstick? Nein. Note? Habe ich selber. Dann haben wir hier noch Fran Wilson? No. Und einmal der Essence Velvet Liquid Lipstick. Und ich mache jetzt erstmal hier. Moment. So. Akku gewechselt. Okay. Jetzt sind wir wohl weit weg, ne? So. Weiß ich nicht. So, das Rote haben wir heute in einem anderen Fresh-Paket schon mal gehabt, glaube ich. Ja, Clumping. Das ist was Braunes. Clean ID, nein. Das ist was Klebriges. Essence, ein Lippenöl. Oh, meins ist leer. Ich glaube, das werde ich mir mal nehmen. Das ist nämlich für weiche und gepflegte Lippen ohne klebriges Tragegefühl. Das finde ich gut, das werde ich rausnehmen. Und ich sage noch, ist klebrig. Was Pinkes oder Rotes? Nein, das sind die Shine Lip Gloss. Knalliges. Und Catrice Infinity Shine Lip Gloss. Nope. Eine Dose fürs Diaphragma? Das ist von mir zurückgekommen. Das will ich aber jetzt nicht mehr in der Verlosung, weil das ist einfach nur kaputt gegangen. Kaffeebohnen. Ja, das ist ein Highlighter. Das sind Kaffeebohnen-Highlighter, aber die sind so kaputt gegangen, die kommen weg. Fläschchen. Das ist ein Setting Spray. Ist ein Setting Spray. Eine BB Cream? No. Hier, Augenpinsel-Dinger? Oder wie heißt das? Augenbürsten? Augenbrauenbürsten? Nein. Wie heißt das denn? Das ist für die Magic Retouch Kashi Mascara für die Haare. Achso, für die Wimpern wollte ich sagen, nicht für die Augenbrauen. Das wäre für die Wimpern gewesen. Die Farben. Hell und dunkel. Dann haben wir einmal Essence About Matte Öl Free Make-up in 50 Karamell. Das ist definitiv zu dunkel. Hair Protection Elixier. Habe ich auch schon selber gehabt. Nein. Hyaluron. Gedöns. Dann haben wir von Hyaluron Agave Hanföl. Das habe ich im Moment im Gebrauch. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber 10.03.2023. Okay, dann nehme ich das mal raus und tue es weg, weil das ist jetzt abgelaufen. Vielleicht wird es ja derjenige, der es reingetan hat, wieder haben und wegtun. Das glaube ich eher nicht. Also, wenn wir hier sowas finden, dürfen wir es rausnehmen und wegtun. Weil es ist, oder warte mal, mindestens haltbar bis 10.03.2023. Bis es jetzt weitergeht, haben wir November. Weiße Tube und noch eine weiße Tube. Das hier ist Moisture Dingsbums. Und das ist Planet Revolution. Detox Peel-Off Maske. Mattifying. Keine Ahnung. Achso, eine Creme. Und noch eine Creme. Und von Jutis, ja, Peel-Off-Maske. Tiefkohle-Crememaske für den nächsten Banküberfall. Nein. Und eine Prinzessin-Peel-Off-Maske. Nein. Für die nächste Krönungsfeier. Das ist. Oh, das ist so ein nuttig roter Lippenstift. David! Ihr müsst ja gucken, das ist richtig. Das sieht man im Video jetzt nicht so gut, oder? Oh, die Katze ist blau. Schnell, nee, das weg. Jetzt nicht. Nee, geh mal weg. Die kotzt so wie... So, Katze hat gekotzt.
So toll. Machst du es bitte ein bisschen hoch? Nein, das ist zu dunkel. Das ist nicht zu dunkel. Guck mal, was das reflektiert. Das ist unterreflektierende Hautschutzcreme. So, wer genau gehört hat, hat gehört, die Katze war blau. Blau, blau, blau. Wir müssen jetzt schon wieder hin. Du sitzt hier in der Kopfstecke. So, was haben wir hier noch? Hydro Skin Booster Serum von Schäbens. Nein, habe ich auch schon aufgebraucht. Habe ich selbst gemacht. Garten, dass die irgendwas für zum Garten arbeiten. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, brauche ich nicht. Ist doch nicht von mir. Nivea, beruhigende Nachtpflege. Nein. Fünf Jahre auch noch das Gegenstück. Tagespflege. Alles wieder rein. Hallo Schnecke. Alles am Bord. Und jetzt will sie dann wieder Leckerchen haben. Das ist doch. Die Katze ist so dürr. Mann. Aber es gibt halt dünne Katzen und es gibt dicke Katzen. Wenn ihr jetzt im Purzel 3 Monate nicht zu fressen geben würdet, würde der immer noch so aussehen. Mir ist halt dick. Ja. Mit schweren Knochen, wie Alf sagt, oder wie war das? Ja. Mann. Da kommt gleich eh noch was rein. So. New Horizons. Scheint nicht ganz so viel drin zu sein. In Single-Lidschatten oder Blush oder Highlighter? Single-Lidschatten. Smile Cosmetics Highlighter Stick. Nein. Obwohl hat eine schöne Farbe, aber... Er hat eine schöne Farbe. Er geht so ins Goldene, aber nein. Jill Sander. Das ist... Parfums. Nee, das ist ein Spiegel, da habe ich schon reingeguckt. Freunde, ein Taschenspiegel. Lippen zum Mitnehmen? Das ist... Achso, da kannst du so Karten reinstecken. Nope. Dann haben wir hier eine Peel-Off-Maske Weihnachten oder so. Oder Glücksbärchen oder sowas. Wir haben hier ein kleines Eau de Toilette drin. So ein Mini-Flakon. Nein. Peel-Off-Maske in zweiter Teil mit den Weihnachtsbärchen. Hier nochmal für den Banküberfall. Gesichtsschwarz Maske und das ist das Schönste, glaube ich, wenn man die Frau so sieht, wie sie sich das abzieht von so, ja, das ist das Schönste, glaube ich, an dieser Maske, wenn man das so abknibbeln kann. Ja, der eine mag es, der eine nicht. Ne? Die freut sich voll so. Ah. Naja, nein, brauchst alles nicht. Fußbadesalz. So, wir haben 2 Paletten hier drin von Catrice. Eine noch ganz neue, oh, die sind beide nicht gebraucht. Brauche ich aber nicht. Diese auch nicht. Von Rosé, von Catrice, Rosé und einmal Move. Nein. Dann haben wir hier so eine Palette von King of Queens. Oh, die ist aber schön von, ja, von Douglas Heffernan. Die muss ich mal auf einen vielleicht Stapel machen. Und hier noch von King of Queens. Auch in, noch in Douglas. Rot. Oh, auch schön. Welche würdest du denn da nehmen? Keine. Hä? Ich. 9 Eyeshadows und 1 Highlighter ist da drin. Ich glaube, ich nehme sie beide. Dann sind sie weg. So. Ja, mein Gott. Wer sich nicht entscheiden kann, muss alles nehmen. Was soll der falsche Geiz? Du musst doch wieder was reintun, ne? Ich weiß das. Ich habe genug zum Reintun. Da kannst du einen drauf lassen. Aber hallo. Da lasse ich einen drauf, einen großen Haufen. Und die letzte Box. Hey! So, Look Fantastic Beauty Box. Die ist wieder was schwerer. Und da ist drin sowas. Das kriege ich mit meinen Fingern nicht da raus. Das ist ein Single Lidschatten, glaube ich, so ein Pressed Pigment. Ja, von Terra Moon Cosmetics. No. Das und ist, von Catrice ein Light and Shadow, also so ein Blush. Von Las Glass. Habe ich selbst. Moonlight Palette. Und ich muss mal eben noch einen Moment warten, ne? Ja. Dann von Downtown Paris ein Eyeshadow, so ein Flüssigkeits-Eyeshadow. Habe ich, glaube ich, auch schon mal weitergegeben. Nein. Luvia Cosmetics, sowas. Und das ist einmal... Ja, das sind Highlighter und Bronzer, aber der Bronzer ist mir definitiv zu schimmernd. Schade. Schnecko. Hier nochmal sowas von Love.
Das ist für die Augenbrauen. Ich glaube, nee, das wäre von mir. Das gehört da rein. Dann haben wir hier Eyeshadow von Essence. Hier halb und halb. Braun und hellbraun. Nein. Dann haben wir hier Bang Beauty. Ich glaube, die haben wir schon alle 3000 Mal irgendwie in der Box gehabt. David, pass auf bitte, ja? Wenn du es nicht hinkriegst, dann lass es weg. Nichts passiert. Ich krieg das hin. Mhm. Dann haben wir hier Night and Day Revolution Pro. So Nüpsis sind da drin. Guck mal, solche Hügel. Gebacken. Finde ich immer sehr schön, aber ich habe mir jetzt schon zwei genommen. Das reicht. Ich habe die andere, glaube ich, davon. Die muss hier mit uns allein. Das ist, was ist das? Ach, das ist so eine... I Love Revolution, So Hot. Ja. Das sind Pepperonis. Genau. So Hot Palette, aber die nehme ich eh nicht. Dann haben wir noch von Sleek hier eine Palette drin. Die... Oh, die ist, glaube ich, auch schon ein bisschen kaputt gegangen. Sehr dunkel. Ah, da müssen wir aber gleich mal wieder das Fenster hoch machen, David. Das ist sehr dunkel. So sieht die aus. So Hot. Ich hätte mich jetzt... Zeig mal. So. Ach so. Ich hätte mich jetzt sehr gefreut, wenn da jetzt so das Motiv, was man jetzt so hier draußen hat, wenn das so da drin wäre. Ja, die machen da ja solche Dann Formen. Haben wir von Kind Beauty diesen Bronzer. Den habe ich selbst und das war's. Ja, es ist nichts von mir zurückgegangen. Also wegen diesem einen grünen Apfelding hier verlosen, mache ich jetzt keine Verlosung. Das ist Blödsinn. Das tue ich dann wieder rein, kann sich einer rausnehmen, wenn er will. So, das war's. Das war's. So, der Experte packt so weg und ich zeig mal, was ich jetzt hier so rausgenommen habe. Erstmal die beiden Tees, ne? Dann halt dieses Wärmepad und die Isana-Maske, die ist ja geschenkt. Schnecke nicht auf meinen Laptop liegen. Dann einmal nehme ich raus Essence Pretty Fine Lippenöl. Dann das Keratin-Shampoo. Dann die beiden Nagellacke von Essence, die Holobombs. Ach ja, ich hatte ja den auch noch, aber den kann ich nicht mehr geben. Und die beiden Douglas-Paletten. Die nehme ich mir raus. Und das werde ich dann Hyaluron-Agave-Handöl, was wir, glaube ich, aber erst irgendwo in der Box hatten. Aber gut, das ist abgelaufen, das will sich bestimmt keiner mehr ins Gesicht schmieren. Ja. Du hast doch keine Hemmungen. Doch, habe ich. Das war's. Das habe ich mir rausgenommen. Ich tue jetzt... Jetzt habe ich wirklich vergessen, beim letzten Video zu zeigen. Drei Dinge zeige ich ja immer, die ich reintun werde. Ich habe es total vergessen. Schnecke. Aber wir lassen es jetzt auch mal... dann lassen wir es jetzt einfach mal weg. Ist egal. Guck beim nächsten wieder rein. Guck mal einer eine Flasche Thai gegen Seng rein, das ist doch gut fürs Hirn, oder nicht? Ich habe beim... Nee, ich kann ja noch ein Video dran... nee, ich habe jetzt alles schon eingepackt. Ach, shit, bang. Ist egal. Das, als nächstes wird dieses Paket gehen nach der lieben Nadine. Die hat einen Instagram-Kanal und ich verlinke sie euch ja alle unten in die Infobox, die Mädels. Und ja, ich werde jetzt das alles verpacken und guck bei ihr rein. Und ja... Wenn ich es nicht gezeigt habe, zeige ich es jetzt hier auch nicht. Dann packe ich jetzt meine Sachen, meine 7 Sachen und dann müssen wir noch ein Paket abfüllen. Ja, also, da freue ich mich schon sehr drauf. Bis dahin und Wiedersehen. Nimm's mit. Ich nimm's mit. Wiedersehen. Und sag nochmal Danke. Danke. Bitte. Jasmin.